die Panzer rollen, herrscht Panik an den Börsen. Wieder einmal befürchten die vom Weltölmarkt abhängigen Industriestaaten eine Energiekrise. Vor diesem Hintergrund fragt Horst von Strück, wie sicher ist unsere Energieversorgung? Der Nahe Osten ist wieder zur Krisenregion Nummer 1 der Welt geworden. Kaum schienen die schweren Wunden des Golfkrieges zwischen Iran und Irak zu vernarben, da lässt der irakische Präsident Saddam Hussein Truppen in das benachbarte Ölscheichtum Kuwait einmarschieren. Er droht auch Saudi-Arabien. Der Mann in Bagdad weiß genau, dass Öl für unsere Automobilgesellschaft ein besonders wichtiger Saft ist. Und er versucht nun, die westlichen Industrieländer zu erpressen. Die Folgen: Sanktionen gegen den Irak, Kursstürze an den internationalen Börsen sowie Preisanstieg für Benzin und Heizöl. Öl ist aber nur ein Energierohstoff, wenn auch ein sehr bedeutender, wenigstens für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Aber auch andere Energierohstoffe bereiten zunehmend Sorgen und Kosten. Wird also unsere Industriegesellschaft in Zukunft von Energiemangel bedroht? Und wo bieten sich Auswege an, um Versorgungskrisen auszuschließen? Winter 1990. Sturmangriff auf die Stromversorgung. Die Orkane knickten Millionen von Bäumen. Hochspannungsmasten stürzten zu Boden, Leitungen zerrissen, Maschinen blieben stehen, Lichter gingen aus. Ein Jahr zuvor, Eisangriff auf Stromleitungen. Die Kabel wurden zu schwer und rissen ab. Im Lipperland blieben 60 Dörfer bis zu 36 Stunden ohne Strom. Auch in Bayern chaotische Eisfolgen. In der DDR fiel vorübergehend der Strom für 250.000 Haushalte aus. Sturm und Eis führten die Verwundbarkeit unseres fast voll elektrifizierten Zeitalters vor. Rettungsaktion für Tiefkühlvorräte. Für die Zukunft stellt sich die Frage, wie sicher ist eigentlich unsere Energieversorgung? Reichen die Energierohstoffe überhaupt noch? Kann die Sonne uns helfen? Der Energiehunger ist in unserem Jahrhundert in den Industrieländern fast unersättlich geworden. Umgerechnet auf Steinkohle verbrauchen wir allein in der Bundesrepublik Deutschland jedes Jahr 390 Millionen Tonnen Energierohstoffe. In einer Generation so viel Energie wie in allen Jahrtausenden zuvor zusammen. Die meisten bundesdeutschen Haushalte sind inzwischen fast voll elektrifiziert. Die Haushaltswarenmessen überschlagen sich mit immer neuen Angeboten. Energie vielfältiger Art wird in der Industrie verbraucht. Strom vor allem in der Glasindustrie und in Aluminiumhütten. Rationellere Fertigungsmethoden haben allerdings schon zu Einsparungen geführt. Doch in Zeiten der Hochkonjunktur steigt automatisch auch der Energieverbrauch. Jährlich 350 Milliarden Kilowattstunden Strom liefern 1.100 Kraftwerkskessel in der Bundesrepublik. Fast die Hälfte des Stroms wird aus Kohle, mehr als ein Drittel aus Uranerz gewonnen. Wohl die größte Energieverschwendung spielt sich auf den deutschen Straßen ab. 30 Millionen Kraftfahrzeuge verbrennen jedes Jahr 26 Milliarden Liter Kraftstoff. Der jährliche Gesamtmineralölverbrauch in der Bundesrepublik erreicht 100 Milliarden Liter, knapp ein Viertel des europäischen Verbrauchs. Der jährliche Weltölverbrauch liegt bei 3.000 Milliarden Liter. Welch gigantische Menge, die Jahr um Jahr dem Boden und den Meeren entnommen werden muss. An dieser Stelle müssen Fragen gestellt werden. Wie lange kann überhaupt noch der gewaltige Energiehunger unserer Industriegesellschaft gestillt werden? Gehen nicht in absehbarer Zeit bestimmte Energierohstoffe wie zum Beispiel Öl und Erdgas zur Neige und müssen nicht andere in Frage gestellt werden wegen ihrer Umweltgefährdung, zum Beispiel Uranerz, zum Beispiel Kohle? Im STEAG-Kraftwerk Herne sind wie in anderen Stein- und Braunkohlekraftwerken in der Bundesrepublik in den letzten Jahren die Weichen für eine sparsamere, umweltschonendere Verwendung des schwarzen Goldes gestellt worden. Stichworte: Entschwefelung und Entstickung.
20 Milliarden D-Mark hat die deutsche Stromwirtschaft für diese Aufgabe bereitgestellt. Inzwischen sind überall, wie hier im Feber-Kraftwerk in Gelsenkirchen-Scholven, Reinigungsanlagen wie diese eingebaut worden. Der größte Teil der beim Verbrennen frei werdenden Menge an Schwefel und Stickoxiden wird nun gebunden und nicht mehr an die Luft abgegeben. Auch der Staubauswurf wurde spürbar reduziert. Doch die Sorgen um unser künftiges Klima sind dadurch keineswegs gebannt. Ein zunehmendes Problem der Energieversorgung stellt der Treibhauseffekt dar. Durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Gas entsteht Kohlendioxid, das nach Ansicht der Meteorologen zu langfristigen Klimaveränderungen auf der Erde führt. Um diesen Effekt auch nur annähernd einzugrenzen, sind drastische Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Energieversorgung erforderlich. Immer wieder empfehlen Wissenschaftler und Politiker Sonnenenergie und Kernenergie als Mittel gegen den Treibhauseffekt. Mehr Kernenergie, weniger Kohle und Öl. Aber auch mit der Kernenergie lebt es sich ja nicht gerade sorgenfrei. Drei Namen: Harrisburg, Three Miles Island und Tschernobyl. Namen für folgenschwere Unfälle. Kein Wunder, dass die Akzeptanz der Kernenergie bei der Bevölkerung in den letzten Jahren eher abgenommen hat. Uran, Kohle, Öl und Erdgas decken 97% des deutschen Energiebedarfs. Eine wesentliche Einschränkung oder gar ein Verzicht auf diese Energieträger würde ein Aus für die Industriegesellschaft und damit auch für unseren derzeit hohen Lebensstandard bedeuten. Und wer will das schon? Untersuchen wir daher, wie sich die einzelnen Energieträger voraussichtlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren entwickeln werden. Auch in Zukunft wird der Bergbau in Deutschland noch Kohle fördern. Aber der Anpassungsprozess wird fortgesetzt werden. Das Ziel: Konzentration auf gut abbaubare Flöze und vollmechanisierte Schachtanlagen, wie hier bei Prosper 2 bei Bottrop im Nordrevier des Ruhrgebietes. Noch hat der Bergbau hohe Abnahmeverträge mit Kraftwerken und der Stahlindustrie. Ob dies auch in Zukunft so bleiben wird, erscheint zweifelhaft. Den deutschen Kohlekäufern sind die deutschen Kohlepreise viel zu hoch. Brüssel aber protestiert immer heftiger gegen die Bonner Subventionen für den deutschen Bergbau. Hierzu der Bundeswirtschaftsminister auf dem letzten deutschen Steinkohletag in Essen. Wir fördern heute die teuerste Kohle in der europäischen Gemeinschaft. Trotz Hochkonjunktur und Facharbeitermangel bleibt die notwendige Personalanpassung die größte soziale Herausforderung in der nationalen Kohlepolitik. Die öffentlichen Hilfen haben mit über 10 Milliarden D-Mark pro Jahr die Grenzen des Vertretbaren überschritten. Sie zerstören zunehmend den politischen Konsens, dem die deutsche Steinkohle ihre Rolle in der deutschen Energieversorgung verdankt. Der Steinkohlebergbau hat schon sehr viel für seine Gesundung getan. Innerhalb von 30 Jahren wurde die Förderung mehr als halbiert. Die Zahl der Beschäftigten wurde sogar um 75% abgebaut. In manchen Städten, wie hier in Essen, erinnern heute nur noch Denkmäler an die einstige Kohlezeit. In Essen arbeitet auch die Leitung der vor 22 Jahren gegründeten Einheitsgesellschaft Ruhrkohle AG. Mancher Spötter sieht in ihr den Bestattungsunternehmer für viele Zechen. Ein Rückblick mit Originalkommentar aus dem Jahr 1969. Feierschichten, deren Lohnausfall später der Staat bezahlte, waren an der Tagesordnung. Immer mehr Zechen wurden geschlossen. Die Kohlenförderung sank um 20%. Über 200.000 Beschäftigte im Bergbau verloren ihren Arbeitsplatz. Es war ein grauer Dezembertag, als Hans-Heinrich Baron Thyssen-Bornemisza, Hauptanteilseigner der Bergwerksgesellschaft Walsum, Abschied nahm. Abschied von den Bergleuten, Abschied von der Kohle. Der Name Thyssen wird in Zukunft mit anderen Unternehmen in Verbindung gebracht werden müssen. 10 Jahre Bergbaukrise waren auch an Walsum nicht spurlos vorübergegangen. Die Bildung einer deutschen Kohleeinheitsgesellschaft, der Ruhrkohle AG, hatte auch für dieses Unternehmen eine neue Situation geschaffen. Bergbau muss man in Generationen denken, sagte mein Vater, wie er 1927 den Schacht abteufte.
Es hat leider nur eine Generation gedauert. Und Sie können sich denken, dass ich mich schwer davon trenne. Aber die Umstände, die Ihnen bekannt sind, haben den Aufsichtsrat gezwungen, den bergbaulichen Teil der Bergwerksgesellschaft Walsum in die Einheitsgesellschaft zuzuführen. Wie sieht heute der Ruhrkohlechef die Zukunft der deutschen Steinkohle? In den kommenden Monaten wird sicherlich ein neues gesamtdeutsches Energiekonzept entstehen. Dabei wird auch die heimische Steinkohle erhebliche Bedeutung bekommen. Wir werden ein solches Konzept dann auch anschließend mit der EG verhandeln und abstimmen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir mit Zuversicht in die Zukunft schauen können. In den letzten 30 Jahren hat sich der Steinkohleverbrauch halbiert. Kohle, übrigens wie auch Öl und Gas, umgewandelte Sonnenkraft, wird immer wirtschaftlicher eingesetzt. Beispiel Kraft-Wärme-Kopplung, hier im Steag-Steinkohlekraftwerk Herne praktiziert. So werden Zehntausende von Wohnungen bereits mit Fernwärme versorgt, gewissermaßen einem Abfallprodukt der Stromerzeugung. Allein in diesem Steag-Heizkraftwerk in Walsum werden jährlich fast 1 Million Tonnen Steinkohle in Strom für 400.000 Haushalte, in Fernwärme für 24.000 Haushalte und in Prozesswärme für eine benachbarte Papierfabrik umgewandelt. Das Zauberwort für Kohlekraftwerke der Zukunft heißt Druckwirbelschichtfeuerung. Experimentiert damit wird zum Beispiel bei Babcock in Friedrichsfelde bei Wesel. Die Heizkessel werden mit einer Mischung aus Kohlestaub und Kalk gefüttert. Im Idealfall kann bei Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung die Kohle bis zu 90% ihres Energiepotenzials ausgenutzt werden. Doppelt so viel wie bei herkömmlichen Kohlekraftwerken. Zudem bindet der beigegebene Kalk auch den Schwefel und garantiert dadurch Sauberkeit. Dies ist eine Vorbildtechnik, auch für Kraftwerke in der DDR und in Osteuropa. Eine wesentlich höhere Ausnutzung der in der Kohle schlummernden Energiekräfte verspricht auch die Kohlevergasung, mit der ebenfalls an mehreren Orten experimentiert wird. Dies alles sind technische Entwicklungen, die für die Zukunft auch einen hohen Exportwert versprechen. Gilt vielleicht doch noch das Lied vom schwarzen Gold, von dem einst Peter Alexander sang? Mehr noch als Steinkohle beschert uns Braunkohle erhebliche Umweltprobleme. Das kann man vor allem in der DDR, so zum Beispiel hier in der Nähe von Senftenberg, beobachten. Diese Kohle hier ist besonders schwefelhaltig und damit nicht gut für die Luft. Die DDR deckt zurzeit noch ihren gesamten Energiebedarf zu über 70% aus den Braunkohlegruben. In der Bundesrepublik dagegen sind es nur noch knapp 9%. Weil aber das Abbaggern der Braunkohle und ihre Verfeuerung die Umwelt so stark belasten, will man in der DDR bis zum Jahre 2000 die jährliche Förderung um ein Drittel auf unter 200 Millionen Tonnen zurückfahren. Allein in und um Senftenberg sind 54.000 Menschen im Braunkohlebergbau beschäftigt. Ein weiterer Schwerpunkt der mitteldeutschen Förderung liegt bei Leipzig. Die Westdeutsche Rheinbraun AG hat mit den Unternehmen in der DDR eine engere Zusammenarbeit zur Lösung energietechnischer und ökologischer Probleme vereinbart. Vor allem soll die Verschwendung von Energie möglichst schnell beendet werden. Bisher verfeuerte man zwischen Oder und Elbe erheblich mehr Braunkohle, um das gleiche energiewirtschaftliche Ergebnis zu erreichen, als im Land zwischen Elbe und Rhein. Hier sind effektive, rationelle Maßnahmen vor allem bei den Kraftwerken dringend notwendig. Und so wie hier zur Mittagsstunde in Leipzig, soll der Himmel in den mitteldeutschen Revieren künftig möglichst nicht mehr aussehen. Da soll, da muss Know-how vom Rhein helfen. Die Braunkohlekraftwerke des Rheinischen Reviers zwischen Aachen und Köln sind seit 2 Jahren mit wirksamen Anlagen zur Entschwefelung und Entstickung ausgerüstet. Die Luft wurde spürbar besser. In Garzweiler bei Grevenbroich arbeitet der Braunkohletieftagebau. Hier will man einmal eine Fördertiefe von 200 Metern erreichen. Derzeit ist man bei 120 Metern angelangt.
Jahr für Jahr werden im Rheinischen Revier bis zu 100 Millionen Tonnen Kohle herausgeholt. Die Vorräte reichen noch 200 Jahre. Die durch die Arbeit der Bagger auf den Kopf gestellte Landschaft wird Zug um Zug rekultiviert und in attraktive Wandergebiete umgestaltet. Beispiel das neue Erholungsrevier von Kaster. Auch die Erdölförderung hat ihre Umweltprobleme. Wir fahren jetzt gerade auf die Förderstation Mittelplate in der Nordsee vor Frederikskoog zu. Hier befindet sich eine der größten deutschen Erdöllagerstätten. Die DEA und die Wintershall fördern hier seit 3 Jahren Erdöl. Zum Umweltproblem: in der Nähe befindet sich die Vogelinsel Trieschen. Jede Verölung des Seewassers würde schlimme Folgen für die Vogelwelt haben. Der Verladehafen kam daher abgesperrt, veröltes Wasser abgesaugt und mit dem Waschwasser der Inselbesatzung in Containern gesammelt und an Land entsorgt werden. 75 Millionen Tonnen Öl, der Rest früherer Urwälder, werden an dieser Stelle vermutet. Nur ein Drittel davon gilt aber als förderbar. Insgesamt werden derzeit jährlich aus der Nordsee 25 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. Innerhalb der nächsten 25 Jahre sollen 300 neue Erdöl- und Erdgasfelder in der Nordsee erschlossen werden. Die Bundesrepublik Deutschland hat daran allerdings nur einen kleinen Anteil. Hauptförderländer sind England und Norwegen. Das Öl der Station Mittelplate wird in der Raffinerie Heide verarbeitet. Hierhin wird auch das in der Ostsee nahe von Damp geförderte Öl gepumpt. Auf dem Gelände dieser Raffinerie befinden sich große Tanks, in denen Ölreserven lagern. Seit Jahren gibt es in Westeuropa eine Überkapazität an Mineralölraffinerien. In der Bundesrepublik Deutschland zog man frühzeitig schmerzhafte Konsequenzen. Innerhalb von 10 Jahren wurde die Hälfte der Raffinerien stillgelegt. Die restlichen Anlagen verarbeiten heute jedes Jahr ca. 80 Millionen Tonnen Rohöl. Bei der von der Feber ins Leben gerufenen Ruhrölgesellschaft werden neuerdings sogar Schwer- und Schwerstöle aus Venezuela verarbeitet. Dringend notwendig ist eine rasche Harmonisierung der Mineralölsteuern innerhalb der EG, aber auch der Umweltvorschriften. Heute sind die deutschen Mineralölprodukte wegen der strengen Umweltschutzauflagen um 8 D-Mark je Tonne teurer als die Produkte der übrigen EG-Länder. Als besonders umweltfreundlich gilt Erdgas. Erst Anfang der 70er Jahre trat es seinen Siegeszug durch die Bundesrepublik Deutschland an. Von Flensburg bis Passau, von Saarbrücken bis Hannover wurden tausende Leitungskilometer für Erdgas verlegt. Ein Drittel aller Wohnungen sowie zahlreiche Industriebetriebe sind angeschlossen. Pumpstationen wie diese hier bei Werne am östlichen Rand des Ruhrgebietes sorgen Tag und Nacht für einen störungsfreien Fluss des Gases. Mehr als ein Viertel des bundesdeutschen Erdgasbedarfs liefert die Sowjetunion. Weitere erhebliche Mengen kommen aus den Niederlanden und Norwegen. Langfristige Verträge, die weit ins nächste Jahrhundert reichen, sind abgeschlossen. Ist die Erdgasversorgung auch europaweit für die nächsten Jahrzehnte gesichert? Wie steht es mit einem Versorgungsverbund mit der DDR? Fragen an den Ruhrgaschef Klaus Liesen. Die Erdgasversorgung ist gesichert. Die Verträge laufen zum Teil über das Jahr 2020 hinaus. Es sind ausreichende Reserven da. Wenn die Rahmenbedingungen gut sind, wird sich die Erdgasentwicklung weiter so vollziehen. Was den Verbund mit der DDR anbetrifft, sind bereits Verträge geschlossen. Wir rechnen damit, dass in den nächsten 10 Jahren die Erdgasentwicklung in der DDR ähnlich sein wird wie in der Bundesrepublik. Werden die Erdgaspreise bis zur Jahrhundertwende noch große Sprünge nach oben machen? Die Erdgaspreise werden wettbewerbsfähig bleiben. Das heißt, sie werden sich nach dem Energiepreisniveau richten. Wenn dieses Energiepreisniveau stabil bleibt, bleiben auch die Erdgaspreise stabil. Preisgünstig, sicher und vor allem umweltschonend, das sind Begriffe, mit denen seit Jahren für Kernenergie geworben wird, auch in Deutschland. Über 40% der öffentlichen Stromversorgung der Bundesrepublik werden derzeit aus Kernkraftwerken gedeckt. In Frankreich sind es 60, in den USA aber nur 20%. Doch die Entwicklung stagniert. In den letzten Jahren wurde kein Auftrag mehr für ein neues Kernkraftwerk in der Bundesrepublik erteilt. Betriebsstörungen, auch wenn sie nur geringere Ursachen haben, sorgen sehr schnell für negative Schlagzeilen und für harsche Kritik der Politiker. Auch Biblis bei Worms ist davon nicht verschont geblieben.
Einst galt dieses vom RWE, dem europäischen Stromgiganten, betriebene Werk als Musteranlage, die noch erheblich ausgebaut werden sollte. Nach mancherlei Pannen und Ärger plant man jetzt viel vorsichtiger. Nicht, dass plötzlich alles falsch und gefährlich geworden ist. Die deutschen Kernkraftwerke gelten als die sichersten der Welt. Aber der Glaube an einen absolut beherrschbaren Betrieb hat durch schlechte Erfahrungen empfindliche Dämpfer hinnehmen müssen, nicht nur in der Bundesrepublik. Es gab eben Tschernobyl, Harrisburg und andere Störfälle. Übrigens auch im atombewussten Frankreich. In den USA ist seit 12 Jahren kein privatwirtschaftlich betriebenes neues Kernkraftwerk mehr in Auftrag gegeben worden. Gegenwärtig ist man dabei, mit Hilfe des Energieministeriums in Washington einen neuen, sichereren Druckwasserreaktor zu entwickeln. Zwischen den west- und mitteldeutschen Kernkraftwerken gibt es seit kurzem eine Art Sicherheitspartnerschaft. So wurde nach Überprüfung des DDR-Kernkraftwerkes Lubmin bei Greifswald von Fachleuten aus der Bundesrepublik das Sicherheitskonzept geändert. Einige Kraftwerksblöcke wurden sogar zunächst stillgelegt. Einstweilen will man aber noch zwischen Elbe und Oder die Erzeugung von Kernenergie eher erweitern, statt sie zu reduzieren. So entsteht bei Stendal das wohl ehrgeizigste, noch von der alten DDR-Führung unter Erich Honecker beschlossene Projekt des größten Kernkraftwerkes Europas. Geplante Leistung 4000 Megawatt Strom ab 1994. Auf dieser Baustelle sind zeitweise bis zu 10.000 Menschen beschäftigt. Ob es allerdings wirklich hier zur Stromerzeugung aus Uran kommen wird, ist nicht sicher, selbst wenn man dadurch die Verfeuerung von Braunkohle mit ihren Schäden für die Umwelt deutlich reduzieren könnte. Auch die Menschen zwischen Stralsund und Plauen stehen heute der Kernenergie kritischer gegenüber als früher. Man hat die Entwicklung in der Bundesrepublik aufmerksam beobachtet. Die Auseinandersetzungen um die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf und, wie hier, um den Hochtemperaturreaktor in Hamm-Üntrop. Noch vor kurzem galt der von einem deutschen Ingenieurprofessor entwickelte Kugelhaufenreaktor als besonders sicher, wirtschaftlich und vor allem als möglicher Exportschlager. Jetzt wurde er stillgelegt. Betreiber und Politiker waren den ständigen Streit und die steigenden Kosten leid. Verlustinvestition 4 Milliarden D-Mark. Der schnelle Brüter bei Kalkar am Niederrhein. Ein europäisches Gemeinschaftsprojekt. Hier wurden unter maßgeblicher Beteiligung des RWE alle bekannten sicherheitstechnischen Erkenntnisse berücksichtigt. Jahrelang wurde nach Einsprüchen der Gewerbeaufsicht und vor allem der Politiker nachgerüstet. Doch auch dieser Reaktor wird wohl kaum ans Netz gehen. Verlustinvestition 7 Milliarden D-Mark. Nach amerikanischen Schätzungen müssen in den nächsten 25 Jahren weltweit 360 Kernkraftwerke stillgelegt werden. Vor allem, weil sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Gesamtkosten ihrer Demontage 104 Milliarden D-Mark. Kosten, die allerdings schon bei der Bauplanung berücksichtigt wurden. Auch Kernenergie hat ihren Preis, keinen sehr niedrigen, wie sich herausgestellt hat. An dieser Stelle einige wichtige Zahlen über den Verbrauch von Energierohstoffen in der Bundesrepublik Deutschland. Erdöl 34%, Steinkohle 21%, Erdgas 20%, Uran 14%, Braunkohle 8%, Wasserkraft und sonstige 3%. 97% dieser Energierohstoffe sind problembelastet. Entweder ist ein Ende ihrer Verfügbarkeit absehbar, wie beim Öl und Gas, oder Umweltgefährdungen schränken zunehmend ihren Nutzwert ein. Der Weltenergiebedarf nimmt dagegen in einem erschreckenden Umfang zu. Allein in den letzten 40 Jahren um das Vierfache. Eine Folge der Bevölkerungsexplosion, der vorangetriebenen Industrialisierung und damit auch unseres hohen Lebensstandards. Diese ständig steigende Nachfrage nach Energie macht es aber ebenso schwer, sofort und umfassend auf Alternativenergien umzusteigen. Zum Beispiel auf Windenergie. Immerhin stellt die Bundesregierung in diesem Jahr 25 Millionen D-Mark hierfür als Forschungsmittel zur Verfügung. Damit werden sogenannte Windparks unterstützt. Die Kraft des Windes wird bei uns vor allem an der See, wie hier bei Marne, an der Nordseeküste, für die Stromerzeugung genutzt. Kosten 25 bis 50 Pfennige je Kilowattstunde. Bis zum Jahr 2000 wird jedoch höchstens 1% des deutschen Strombedarfs aus Windkraft gedeckt werden können.
Der gleiche Prozentsatz wird bereits heute in Kalifornien erreicht. Dort arbeiten derzeit über 16.000 Windturbinen. Allein 4.000 an dieser Stelle im Gebirge von Tehachapi. Neben Wind ist Wasser ein gutes Hilfsmittel für die Stromgewinnung. Wasserkraftwerke wie das am Walchensee in Oberbayern arbeiten vor allem in Mittel- und Hochgebirgen. So versorgt sich die Schweiz zum größten Teil mit Strom aus Wasserkraft. Bayern immerhin zu 15%. Bundesweit wird jedoch nur ein Anteil von unter 2% erreicht. Ein Ausbau von Wasserkraftwerken ist jedoch kaum noch möglich. Energie kann man natürlich auch aus Pflanzen gewinnen. Rapsöl zum Beispiel statt Dieselöl. Den Automotoren bekommt dies sogar. In einer kleinen Rapsmühle wird das umweltfreundliche Öl gepresst. Kosten 50 bis 100 Pfennige je Liter. Doch auf diese Weise wird man wohl kaum jene Mengen gewinnen können, die den gewaltigen Öldurst unserer Autogesellschaft spürbar stillen könnten. Auch Deponiegas wird nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen. Immerhin ist es aber bereits jetzt möglich, die in Mülldeponien entstehenden Gase für die Energieerzeugung zu nutzen. Hoffnungen und Sehnsüchte von Wissenschaftlern, Technikern und Milliarden von Menschen richten sich auf die Sonne. Sie setzt alle 3 Minuten die Energiemenge des jährlichen Weltstrombedarfs frei. Täglich 400 Quadrillionen Kilowattstunden. Eine wahrlich unvorstellbare Zahl. Die Sonne ist eine Art riesiger Fusionsreaktor, dessen Prozesse man so gern auf Erden nachahmen möchte. Solarmobile fahren bereits seit einigen Jahren als Versuchsfahrzeuge auf unseren Straßen, ohne Abgase und damit auch ohne Bleiauswurf. Wie wäre es mit einem sonnenangetriebenen Stadtfahrzeug zum Einkaufen? Erwerben kann man es allerdings noch nicht, denn noch fehlt die Serienreife. Solarzellen auch für den Hausgebrauch. Experimentiert wird bereits an vielen Orten. Dieses Münchner Wohnhaus wird weitgehend mit Solarstrom versorgt. Wirtschaftlich ist es noch nicht, doch diese Versuche sind Modelle für eine Zukunft kostengünstigerer Solarenergie. In Berlin ist seit wenigen Wochen das größte ökologische Pilotprojekt der Stadt in Betrieb. 3 Häuser in der Kreuzberger Oranienstraße wurden mit Solarzellen ausgestattet. Zusammen mit 3 kleineren Gasheizwerken und Wärmeaustauschern sorgen sie für die Strom- und Wärmeversorgung von 11 Mietshäusern. Der Anteil an Sonnenenergie liegt jedoch bei nur 4%. Zudem wird sich diese Solaranlage erst in 15 Jahren amortisiert haben. Die Umweltsenatorin möchte ein ehrgeiziges Programm verwirklichen. Berlin soll die erste Solarstadt Europas werden. Das Ziel, 15 bis 30% der gegenwärtigen Stromerzeugung in Berlin soll einmal durch Sonnenenergie ersetzt werden. Doch bis es soweit sein könnte, müssten viele, sehr viele D-Mark-Millionen investiert werden. Weltweit entstehen Sonnenkraftwerke als Versuchsanlagen. So zum Beispiel in Kobern-Gondorf an der Mosel. Dieses bisher größte deutsche Projekt des RWE hat eine Leistung von 250 Kilowatt und versorgt 60 Haushalte. Allerdings nicht mit Heizstrom. 340.000 Solarzellen wandeln im Photovoltaikverfahren Sonnenlicht in elektrischen Strom um. Bei diesem Versuch geht es um einen Vergleichstest für Solarzellen aus Deutschland, Frankreich, Japan und aus den USA. Noch aber ist Solarstrom in Deutschland 10-mal teurer als Strom aus konventionellen Energiequellen. Neue, kostensparende Solarzellen sind jedoch in der Entwicklung. In der kalifornischen Mojave-Wüste arbeitet jedoch seit einiger Zeit ein Solarkraftwerk bereits kostendeckend. Allerdings scheint dort die Sonne meist ohne Wolkenvorhang. Einen deutlichen Forschungsschritt nach vorn wagt das Bayernwerk.
Es ließ bei Neuenburg vorm Wald in der Oberpfalz ein 20.000 Quadratmeter großes Solarfeld errichten und an eine Elektrolyseanlage anschließen. In diesem Solarwasserstoffwerk wird künftig die in Strom umgewandelte Sonnenenergie mit Hilfe der Elektrolyse aus Wasser Wasserstoff gewonnen. Energie für Heizkessel und Motore, aber auch für die Luft- und Raumfahrt. Die in Neuenburg gewonnene Menge an Wasserstoff soll ausreichen, 15 Haushalte mit Energie für alle Elektrogeräte, für Warmwasser und Heizung zu versorgen. Dies hier ist nur die erste Ausbaustufe. 65 Millionen D-Mark wurden dafür investiert, zur Hälfte Steuergelder. Die Bundesregierung stellt jährlich bis zu 300 Millionen D-Mark für die Erforschung der Solarenergie zur Verfügung. Solarstrom für die Wasserstoffgewinnung wird von Fachleuten als Königsweg der Energiegewinnung im nächsten Jahrhundert bezeichnet. Schon träumen sie von gigantischen Solarwasserstoffparks in der Sahara. 11.000 Quadratkilometer Fläche wären notwendig, um über Pipelines und Großtanker 40% des Energiebedarfs der Bundesrepublik Deutschland zu decken. Herr Holzer, eine utopische Vision? Eine solare Wasserstoffwelt ist zweifellos eine faszinierende Idee, aber aus heutiger Sicht ist sie in der Tat mehr Utopie als eine realistische Perspektive für die Energieversorgung der nächsten Jahrzehnte. Wie werden sich denn Ihrer Meinung nach die Kosten und Preise für Solarenergie und Wasserstoff entwickeln? Es hat sehr deutliche Kostensenkungen in den letzten Jahren gegeben und dennoch ist der solar gewonnene Wasserstoff meilenweit von einer Wirtschaftlichkeit entfernt. Sie müssten heute, um mit solarem Wasserstoff beispielsweise Ihr Häuschen zu heizen, etwa pro Jahr 150.000 Mark für die Wärmeversorgung ausgeben. Also keine Alternative zu Kohle, Öl, Gas und Kernenergie? Keine Alternative zu den konventionellen oder nuklearen Energieversorgungssystemen in den überschaubaren Jahrzehnten, aber eine Option, an der es sich zu arbeiten lohnt. In die Zukunft gedacht hat auch Holger Drees, ein Düsseldorfer Architekt. Zusammen mit seinem Bruder, einem Physiker, entwarf er den Plan großer Energiefarmen im Meer, Solarinseln, deren Strom Elektrolyseanlagen betreiben. Der dabei aus dem Meerwasser gewonnene Wasserstoff soll in riesigen Tanks gesammelt und einmal im Monat in einen Hafen transportiert werden. Für diese Idee erhielten Holger Drees und sein Team einen Preis des japanischen Ministerpräsidenten, 50.000 Dollar. Drees denkt übrigens auch an Umrüstung, Flugzeugträger als Solarstationen. Wenn die Solarwasserstofftechnologie der Königsweg unserer Energieversorgung ist, dann könnte Kernfusion der Kaiserweg sein. Vorausgesetzt allerdings, dass man nicht nur für Sekunden, sondern auf Dauer die ungeheuren Energieprozesse auf der Sonne in Fusionsreaktoren nachvollziehen kann. Fusionsforschung wird weltweit betrieben und es werden hohe Summen dafür aufgewandt. Die Bundesregierung stellt jährlich dafür 200 Millionen D-Mark zur Verfügung. Ein geplanter europäischer Fusionsreaktor soll über 6 Milliarden D-Mark kosten. Hier in Garching wird derzeit ein neues Fusionsexperiment vorbereitet. Dabei geht es darum, wichtige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung von Fusionsreaktoren zu entwickeln. Konkret, wie man das Plasma möglichst warm und sauber halten kann. Dabei will man Temperaturen um 60 Millionen Grad Celsius erreichen. Für kontinuierlich arbeitende Fusionsreaktoren braucht man 100 Millionen Grad. Herzstück des Experimentes von Garching ist diese Vakuumkammer. Hier wird künftig das Wasserstoffgas zwischen Magnetfeldern erhitzt und in Plasma umgewandelt. Bei einer Verschmelzung der Wasserstoffatome werden gewaltige Energiemengen freigesetzt, die man in Zukunft wirtschaftlich nutzen will. An den physikalischen Studien in Garching beteiligen sich auch Wissenschaftler aus anderen europäischen Ländern, aus der Sowjetunion, den USA und aus Japan. Enthusiasten unter den Forschern schwärmen von einer Zukunftsvision. Ein Fusionskraftwerk im Sauerland könnte Strom für das gesamte Ruhrgebiet liefern. Industrie, Gewerbe, Bahn und Haushalte eingeschlossen. Die Kosten für Fusionsstrom werden derzeit allerdings dreimal höher veranschlagt als bei den in Betrieb befindlichen konventionellen Kernkraftwerken. Herr Professor Lackner, wie sicher sind eigentlich Fusionsreaktoren und wann werden sie wirtschaftlich arbeiten können? Ich glaube, ein Fusionsreaktor ist inhärent um etliches sicherer als ein konventioneller Kernreaktor. Also in Katastrophensituationen wie zum Beispiel Tschernobyl kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Die zweite Frage, es ist so, dass wahrscheinlich der erste Reaktor ans Netz gehen kann, nicht vor dem Jahr 2020, aber bis zu einer tatsächlichen ökonomischen Einsatz, würde ich sagen, würden wir bis 2050 warten müssen. Unsere industrielle Wohlstandsgesellschaft braucht aber bereits heute gewaltige Energiemengen für ihren Kreislauf. Das darf jedoch nicht zu Lasten unserer Umwelt und Sicherheit gehen. Und die Auswege aus diesem Dilemma? Pflegsamer Umgang mit allen Energierohstoffen, Einsatz energiesparender Maschinen und Geräte, verstärkte Erforschung alternativer Energiequellen. Für die nächste Zeit können die Elektrizitätsunternehmen wie das RWE in Essen noch nicht auf Sonnenenergie und Kernfusion setzen. Und sie müssen weiter die schwindende Akzeptanz gegenüber Kernenergie und Braunkohle bedenken. Kann da aber noch die Stromversorgung in Deutschland und in Europa als sicher gelten? Eindeutig ja. Wir brauchen nur einen langfristig gesicherten, verlässlichen Rahmen. Wenn wir den von der Politik vorgegeben bekommen, lautet die Antwort eindeutig ja. Die Ressourcen sind vorhanden. Das gilt für Kohle, auch für Kernenergie und für erneuerbare Energien. Wir haben eine gute Struktur, Kohle, Kernenergie. Kernenergie in der Bundesrepublik auf höchstem technischen Stand. In der DDR, die müssen wir ja mit einbeziehen in unsere Betrachtungen, haben wir ausreichende Kapazitäten. Sie sind aber nicht umweltgerecht. Sie müssen modernisiert werden, zum Teil erneuert werden. Und hier in dieser Aufgabe werden wir uns als EVU mit anderen gemeinsam engagieren, um das Ziel zu erreichen. Die bevorstehende Vereinigung der beiden Staaten in Deutschland, aber auch der beiden Hälften Berlins, zwingt die Energiepolitiker auf beiden Seiten zu völlig neuen Überlegungen. Herr Pauls, wo sehen Sie die energiewirtschaftlichen und energiepolitischen Schwerpunkte für die DDR für die nächsten Monate? Ja, wir werden jetzt in den nächsten Monaten erstmal stabil über den Winter kommen müssen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Management organisieren, das genauso aufgebaut ist wie in der Bundesrepublik. Und welche Schwerpunkte setzen Sie beim Einsatz von Energierohstoffen, Kernenergie, Braunkohle oder Alternativenergien? Das Standbein bei uns ist die Braunkohle. Wir werden auch weiter die Grundlast damit fahren, 13.000 Megawatt installierte Leistung. Kernenergie wird ebenfalls im erweiterten Umfang eingesetzt werden. Es geht im Wesentlichen um soziale Aspekte, das heißt, dass die Arbeitskräfte jetzt erstmal sichere Arbeitsplätze haben. Es geht darum, dass wir ökologisch wirksam werden, dass wir unsere Kraftwerke entschwefeln, entsticken, entstauben und dass wir neue Anlagen bauen. Und es geht um ökonomische Probleme, dass sie sehr viel Geld bringen müssen in Milliarden. Wir sprechen ungefähr von 25 bis 35 Milliarden, die müssen investiert werden. Wir sind natürlich sehr froh, wenn viele kommen, denn wir haben sehr viele Aufgaben und die müssen alle erfüllt werden. Und wir denken, es werden auch viele noch kommen. Zunächst einmal müssen parallel zum Zusammenwachsen der beiden Staaten in Deutschland die Strom- und Gasnetze wieder miteinander verbunden werden. Beim Strom sind erhebliche Investitionen erforderlich, denn nach 1945 wird in Deutschland mit zwei unterschiedlichen Regelsystemen gearbeitet. In Wolmirstedt bei Magdeburg entsteht die erste Kupplungsstation. Hier soll Strom aus dem Netz der bundesdeutschen Preußen Elektra auf DDR-Norm umgewandelt werden. Doch in Ost-Berlin wird jetzt überlegt, ob es nicht viel besser wäre, sich an der Oder vom osteuropäischen Stromnetz ab und an der Elbe an das westdeutsche Netz anzukoppeln. Die Station Wolmirstedt wäre dann überflüssig. Dagegen bestehen in Westeuropa keine technischen Schwierigkeiten beim Stromaustausch. Hier in der Hauptleitungswarte des RWE im rheinischen Brauweiler können bei Kraftwerksstörungen Ersatzleitungen in die Schweiz, nach Österreich, Frankreich und in die Benelux-Länder geschaltet werden. Einem völlig freien Stromaustausch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, wie er von 1993 an geplant ist, sehen die deutschen Versorgungsunternehmen derzeit noch mit Skepsis entgegen. Sie möchten möglichst die zwischen ihnen vereinbarten Demarkationsgrenzen im Bundesgebiet, gewissermaßen Schutzreviere der Unternehmen, erhalten. Eine erste Kraftprobe wagten die Vereinigten Glaswerke. Sie kündigten Ende 1988 den Liefervertrag mit dem RWE für ihr Zweigwerk in Herzogenrath an der niederländischen Grenze. Dann ließen sie eine Hochspannungsleitung zu einem holländischen Kraftwerk im nahen Maastricht bauen. Seit Beginn dieses Jahres bezieht das Werk in Herzogenrath nun den Strom aus Holland. Preiseinsparung 10%.
für die Glasproduktion mit ihrem hohen Stromverbrauch eine beachtliche Kosteneinsparung. Die BASF in Ludwigshafen will seit langem billigen Atomstrom aus Frankreich beziehen. Derartige Wünsche werden sich in Zukunft sicher vermehren. Hierzu muss man grundsätzlich sagen, dass wir positiv zum Wettbewerb stehen, aber wir müssen beim Strom die wirtschaftlich-technischen Besonderheiten berücksichtigen. Und das bedeutet, dass wir auf geschlossene Versorgungsgebiete auch in Zukunft nicht verzichten können. Und dann darf man nicht einzelne Abnehmer herausnehmen. Man darf keine Rosinenpickerei betreiben. Die geht nämlich zulasten aller übrigen Kunden und das ist nicht gut. Die Brüsseler Richtschnur für 1993, keine Sonderrechte für deutsche Stromversorgungsunternehmen. Marktwirtschaftliche Prinzipien müssen für alle europäischen Stromlieferanten gelten. To be competitive is our Konkurrenzfähig zu sein, ist unser Auftrag. Konkurrenzfähigkeit entsteht durch ein Zusammenwirken der Interessen von Produzenten und der Konsumenten. Wir repräsentieren beide Seiten. Wir können nicht verstehen, dass die Interessen der Produzenten den Interessen der Konsumenten vorgezogen werden sollen. Die Konsumenten wünschen klare, preisgünstige Verhältnisse. Vor allem aber eine ausreichende und sichere Energieversorgung, ohne Sorgen auch für die Zukunft. Skeptiker aber fragen weiter. Herr Professor Weizsäcker, werden Treibhauseffekt, Sicherheitsbedenken gegenüber der Kernenergie und auslaufende Verfügbarkeit von Öl und Gas die Lichter ausgehen, Motore stillstehen und Heizung kalt werden lassen? Das glaube ich nicht. Der Treibhauseffekt ist ein ernstes Problem. Wir werden aller Voraussicht nach aber doch so viel Energie verwenden können, dass die industrielle Gesellschaft weiter funktioniert. Wann werden wir denn in ausreichendem Umfang und bezahlbar Alternativenergien zur Verfügung haben und welche? Ich rechne damit ungefähr in der Mitte des kommenden Jahrhunderts, also um das Jahr 2050 herum, dass die in großer Menge zur Verfügung stehen werden. Und werden wir dann wesentlich mehr für Energien bezahlen müssen? Ich glaube, wir werden jetzt schon oder sehr bald mehr für Energie bezahlen müssen. Es müssen Anreize geschaffen werden, dass Energie eingespart wird. Und das geschieht dadurch, dass man die Energie teurer macht. Eine letzte Frage. Hält nun die Sonne für uns ein Rettungsrezept bereit? Ja, wenn man es so sagen will, die Kernfusion, also der Prozess, der in der Sonne selbst abläuft, von dem nehmen ja die Wissenschaftler an, dass er im Verlauf des 21. Jahrhunderts wirtschaftlich Energie zur Verfügung stellen wird. Und auch die Sonnenenergie wird dann in einem größeren Umfang Energie zur Verfügung stellen als heute. Ich weiß nur eins, dass ich nicht wieder irgendwie wie ein normaler Mensch kontrolliert irgendwie um Geld spielen kann. Also das war dann manchmal direkt erlösend, dass ich keinen Pfennig mehr hatte. Seht ihr das, hört das? Sag ich dir doch. Wenn ich